Hallihallo und herzlich willkommen zu Unforeseen Incident. Und das Problem ist, ich habe mir die letzte Folge angeguckt, um nochmal mir ins Gedächtnis zu rufen, was passiert ist und was wir jetzt machen müssen. Das Problem ist, ich erinnere mich an diese Meditationstante, die uns unser Inventarzeug geklaut hat. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Ich bin mir ziemlich sicher, Harper und Halliwell werden uns irgendwie auf den richtigen Weg geleiten. Deswegen spreche ich sie nochmal an. Vielleicht sagt sie uns, was wir jetzt zu tun haben. Hey, Halliwell. Hey, Harp. Wegen der RHC-Zentrale. Wegen der RHC-Zentrale. Du willst also, dass ich dieses Lagerhaus aufspüre? Wenn du kannst. Die RHC verbirgt irgendwas. Und ich wette, wir finden es dort. Das reicht erstmal. Stimmt, wir sollten dieses Lagerhaus finden. Und dafür mussten wir in der Bibliothek uns Adressen raussuchen. Ich erinnere mich. Ich habe noch eine Adresse gefunden, die uns vielleicht zum RHC-Lagerhaus führt. Okay, lass uns mal nachschauen. Also, ich habe die Adresse bei Orwell.com in die App zur freundlichen Straßenüberwachung eingegeben. Tut mir leid, Harper. Keine Spur von dem Lagerhaus. Mist, tut mir leid. Ich suche weiter. Die freundliche Straßenüberwachung. Gut, also müssen wir jetzt eine andere Adresse suchen. Und wir müssen noch einen Entwickler herstellen. Das weiß ich auch noch. Wir müssen noch Sachen dafür finden. Also Kaffee. Ich weiß, der alte Mann im Café hat Kaffee. Das war, glaube ich, ein Instant-Kaffee. Und wir müssen für ihn richtigen Kaffee, glaube ich, finden. Und Backpulver. Ich glaube, es war Backpulver. Was ist, wenn wir jetzt mal zum Hafen... Waren wir schon mal am Hafen? Ich glaube nicht. Da ist die Tante, die unser Zeug geklaut hat. Hey, du! Kenn ich dich. Du hast mich bestohlen. Was? Du bist verrückt. Hau ab. Dieser Meditationsmist war reiner Betrug. Rede nicht so über Meister Deepak Shakur. Ich will mein Zeug zurück. Sofort. Verpiss dich. Dann rufe ich wohl besser die Polizei, was? Ach komm, Mann, ich hab dir einen Gefallen getan. Besitztümer laugen nur die Energie unserer Seele aus. Gib mir sofort mein Multitool zurück. Oh Mann, okay, okay. Dein Scheiß ist da in der Schachtel. Das wurde auch Zeit. Deine Chakren sind echt total am Arsch, Kumpel. Sag die, die uns bestohlen hat, was ist denn mit deinen Chakren? Außerdem, ja, wenn Besitztümer nicht gut für dich sind, warum hast du dann unsere Besitztümer in deinen Besitz übernommen? Hä? Blöde Kuh. Sie ist nicht mal ganz so gelassen. Ja, guck mal, was es zu essen gibt. Vielleicht kann ich ihr das ins Gesicht schmeißen. Sie haben fair gehandelten Kaffee, Craftbier aus der Mikrobrauerei und irgendwas namens Paleo Crepe. Die Hafenarbeiter sind bestimmt total verrückt nach Paleo Crepe. Was sind denn Paleo Crepe? Paleo Crepe ist. Hier, Kaffee. Kaufen wir Kaffee. Fair Trade Kaffee. Braufrau Plakat. Wir gucken jetzt erstmal. Stühle. Sieht aus, als hätten sie noch nicht lange geöffnet. Oder es sieht immer so aus. Hallo? Boah. Oh Mann. Wat ne Nacht. Ne. Das kann nicht sein. Harper? Leroy! Ich wollte noch sagen, der klingt so wie der Typ vom Schrottplatz. Dachte noch so, oh, da haben sie an den Synchronsprechern gespart. Weil, sorry, den hat man nur so klein gesehen, den habe ich echt nicht vom Gesicht her erkannt. Es ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal ihn gesehen haben. Wie bist du entkommen? Hier. Wie bist du aus Yelltown entkommen? Nachdem du weg bist, habe ich mir noch ein bisschen aufs Ohr gehauen.
Sag mal, erinnerst du dich noch an die alte Badewanne? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht unter dieser stinkenden alten Wanne pennen. Die Wanne hat mir mein Leben gerettet, Hab. Wie ich am nächsten Tag aufwach, sehe ich sie überall. Leblose Körper, gelbe Anzüge. Wie bist du nach Port Nicola gekommen? Ich bin den ganzen Scheißweg gelaufen. Hab mich durchs Unterholz geschlagen, bin durch Gräben und Hecken gekrochen, durch Wälder und Flüsse gegangen. Irgendein bescheuerter Bauer hat den Greystone auf mich geschossen. Kannst du das glauben, Hab? Ich glaub's dir in der Tat. Ich bin wirklich froh, dass du es geschafft hast, Leroy. Gott, aber ich hab Sachen auf dem Weg gesehen. Ich freue mich auch, dass Leroy es geschafft hat. Was hast du gesehen? Hast du von Arbutus Hill gehört? Dasselbe wie Yelltown. Ich war da. Die gleichen gelben Anzüge. Die haben das gemacht, Hab. Die in den gelben Klamotten. Ich weiß, Leroy. Ich hab sie auch gesehen. Du darfst keinem davon erzählen. Sonst holen sie uns auch. Mach es wie ich. Schön Piano bleiben und einfach verduften. Piano bleiben? Arbeitest du in Port Nicola? Ich hab bei Cargo East angeheuert. Morgen bin ich auf Containerschiff und dann nix wie raus hier. Es ist nur... Ich vermisse sie so sehr. Was? Wen? Mein Schrottplatz ab. Ich werde sie nie wiedersehen. Sag das nicht. Ich bin mir sicher, du wirst deinen geliebten Schrottplatz wiedersehen, wenn all das hier vorüber ist. Vermisst du den alten Schrottplatz immer noch? Ich bin fertig zum Abreisen. Ich habe meinen Hafenpass und alles. Nur mein Herz habe ich auf dem Schrottplatz in Yelltown gelassen. Du bist ein Poet, Leroy. Ich muss los. Hey, Hab. Ich bin echt froh, dass du das raus aus Yelltown geschafft hast. Oh. Ein Haufen Servietten von Bayer Catering. Sieht so aus, als wären sie vor kurzem geliefert worden. Das ist super wichtig, Harper. Danke für die Information. Die sehen gut aus. Kann ich eine Orange haben? Ja, greif zu. Müssen wir nicht bezahlen. Das ist bestimmt der Trade-Fair-Kaffee. Fair-Trade-Kaffee. Öko-Keramik GmbH und CO2 KG. Ach, dann sind das einfach nur die Tassen. Ich dachte, die stehen halt einfach nur oben drauf, aber dann ist das wohl der Fair-Trade-Kaffee. Il Capo, wir machen dir einen Kaffee, den du nicht ablehnen kannst. Oh, wie schlecht. Die haben auf jeden Fall eine Menge verschiedener Milchsorten hier. Sojamilch, Reismilch, Hafermilch, Mandelmilch. Ich mag gar nicht daran denken, was sie den armen Kühen antun, um an all das ranzukommen. Hab, du bist blöd. Aber noch irgendwas? Habe ich was vergessen? Ne. Entschuldigung? Was darf sein? Kann ich etwas zu trinken bekommen? Du siehst aus, als könntest du einen guten Filterkaffee gebrauchen. Das habe ich gerade eine Woche lang geschlafen. Ja. Sehr gerne. Okay, bitteschön. Das macht $7. $7? Ich sollte die Bullen rufen. Denkst du nicht, überteuerter Hipster-Kaffee ist ein bisschen klischeehaft? Wir rufen mal keine Bullen, wir wollen den Kaffee, ja? Denkst du nicht, überteuerter Hipster-Kaffee ist ein bisschen klischeebehaftet? Yep. Deshalb ist das hier eine ironische, postmoderne Persiflage auf überteuerten Hipster-Kaffee. Ja. Hier, bitte. Beehr uns bald wieder. Sobald ich eine Niere verkauft habe. Aber ich glaube, sie hat die Synchronsprecherin von... War das Betty? Die Dame aus dem Café. In diesem Wald. An der Tankstelle. Ihr wisst, was ich meine. So, ich habe jetzt eine Orange. Habe ich das gebraucht für... Nein. Habe ich das gebraucht für Ding? Handbuch. Oh Gott, wir haben auch noch ein Handbuch. Sollte ich wohl lesen? Moment. Bin gerade wieder müde. Ich verstehe nicht, was los ist. Es ist jetzt circa 15 Uhr.
Ich habe die ganze Zeit rumgechillt, habe eine Serie geguckt und dann war alles in Ordnung. Ich fange an zu spielen und ich werde müde. Ist es, weil ich anfangen muss zu denken plötzlich? Und mein Körper kommt damit nicht zurecht. Ich habe keine Ahnung. Furchtbar. Vielen Dank für den Kauf des Biko Beginner Photo Development Kits. Na, wir haben es geschenkt bekommen, aber trotzdem danke. Hinweis, Kinder sollten während der Handhabung jederzeit beaufsichtigen. Fotoentwicklungschemikalien sind giftig. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Also ich bezweifle, dass man uns jetzt sagen möchte, dass die Kinder das immer beaufsichtigen sollen, sondern dass wir sie beaufsichtigen sollen. Also die Eltern der Kinder. Benutzerführung. Erstens. Diese Schritte müssen in einer Dunkelkammer durchgeführt werden. Sie können alle Lichtquellen blockieren. Zusätzlich zu ausreichender Beleuchtung, um mit schwachem rotem Licht zu arbeiten, können Sie zu Hause eine dunkle Umgebung schaffen. Moment. Sie können alle Lichtquellen blockieren. Zusätzlich zu ausreichender Beleuchtung. Um mit schwachem Rotlicht zu arbeiten. Das verstehe ich gerade nicht. Siehe Biko Produktnummer LX2853. Wenn Ihre Dunkelkammer fertig ist, öffnen Sie Ihre Filmdose. Also ich weiß schon, dass Sie uns sagen wollen, macht alles dunkel und dann könnt ihr Rotlicht anmachen. Aber die Satzstellung, glaube ich, macht gerade keinen Sinn. Oder ich verstehe es nur gerade nicht. Zweitens, erweitern Sie die Entwicklungsrolle, um Ihre negative Größe zu entsprechen. Ah ja, okay. In den meisten Fällen sind es 35 mm, aber einige Filmstreifen sind breiter oder schmaler. Ah ja, okay. Das Negativ ist ordentlich in die Spule gewickelt. Abbildung 1. Behandeln Sie die Kanten höflich, um das Bild nicht zu beschädigen. Also wir müssen sehr höflich zu den Kanten sein. Ich hoffe, Harper ist ein Gentleman, damit die Kanten auch wirklich gut behandelt werden. Oh Gott. Drittens, legen Sie die Spule in den Entwicklungstank. Und fügen Sie den Entwickler zur Markierung X hinzu. Abbildung 2. Markierung X? Ersetzen Sie den Deckel des Tanks und versiegeln Sie ihn. Fügen Sie den Entwickler zur Markierung X hinzu. Ich habe den Eindruck, würde ich das jetzt in Englisch lesen, würde es viel mehr Sinn ergeben. Und ich würde eher verstehen, was man meint. Viertens, vorsichtig, für 10 bis 12 Minuten rühren. Weitere Informationen finden Sie in der Biko Universal Development Chart. Siehe Biko Produktnummer CD25. Wenn diese Zeit verstrichen ist, gehen Sie mit dem Entwickler fort. Wohin? In den Café? Ins Kino? Einfach nur vor die Tür? Fügen Sie den Fixierer dem Tank hinzu, bis X den Deckel versiegelt und rühren Sie ihn vorsichtig 3 Minuten lang. Was ist denn mit diesem X? Sechstens, gießen Sie den Halter und füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser. Rühren Sie 2 Minuten lang, gießen Sie das Wasser aus und entfernen Sie die Spule aus dem Tank. Abbildung 3. Wie ich jetzt irgendwie nur die Hälfte von diesem Handbuch verstanden habe. Es ist wahre Pracht. Siebtens, entfernen Sie vorsichtig den Negativfilm von der Spule und entfernen Sie ihn von der Kante. Hängen Sie Ihren entwickelten Film trocken auf. Oh mein Gott, das war, glaube ich, der erste Abschnitt, der tatsächlich von vorne bis hinten Sinn ergeben hat. Irgendwas ist falsch. Das Handbuch müssen Sie nochmal zurücknehmen. Das kann nicht sein. Herzlichen Glückwunsch. Dein Negativ wurde jetzt entwickelt. Um von Ihrem Negativ zu drucken,
bestellen Sie das Bico SX 167 oder Bico SX 186 Kit. Erst ist es dein Negativ, dann mein, also ihr Negativ. Entscheidet euch, ob ihr mich siezt oder duzt in eurer Anleitung, die ich großteils tatsächlich nicht verstanden habe. Ich meine, ich weiß ungefähr, was zu tun ist. Ich habe schon mal Fotos entwickelt in der Ausbildung. Allerdings anhand dieser schlecht eingedeutschen Tutorials wüsste ich jetzt nicht, was ich zu tun habe. Vor allem weiß ich nicht, was X ist. Naja, wir werden sehen, aber da stand jetzt leider nicht drin, wie man Entwicklerflüssigkeit macht. Hey, was ist denn Aquila? Aha, müde, ruhelos, wütend, du bist nicht allein. Der menschliche Geist vermag viel mehr als der weltbeste und ausgeklügelste Computer. Der menschliche Körper ist stärker und anpassungsfähiger als die fortschrittlichsten Maschinen. Du, die Person, die diesen Flyer in der Hand hat, repräsentiert den Höhepunkt der Evolution auf diesem Planeten. Warum fühlst du dich kraftlos? Wir fühlen uns alle auch mal etwas kraftlos. Kraftlos, gehetzt, geschwächt. Aber das ist nicht dein wahres Ich. Aquila kann dich zu deinem wirklichen, kraftstrotzenden Ich führen. Vielleicht bräuchte der Hund da draußen das auch mal. Vermutlich habt ihr den nicht mal gehört, aber ich höre den hier so laut und nervig. Ich habe nichts gegen Hunde, aber wenn sie die ganze Zeit bellen, dann sind sie sehr nervig. Die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Aquila. Menschen sind Studenten, andere sind erfolgreich. Manche sind Studenten, andere sind erfolgreiche Geschäftsleute. Manche müssen von Abhängigkeiten von bestimmten Substanzen erholen. Egal, warum du selbst wieder die Kontrolle zurückbekommen willst, Aquila kann dir beibringen, wie du mit der Welt um dich klarkommst. Bist du bereit, deinen Geist zu öffnen und dein eigenes Potenzial zu entdecken? Sag deiner Aquila-Kontaktperson, dass du soweit bist, mit dem Leben anzufangen. Das ist, glaube ich, einer der schlechtesten Flyer, den ich je gesehen habe. Mal abgesehen von diesem Wischiwaschi-Hintergrund, der mehr so aussieht wie so 1990 rum. Also könnte man sich das vorstellen. Aber diese verschiedenartigen, diese Schriftgrößen, die sich ständig ändern, mal dick, mal nicht dick. Also ich meine, das ist ja okay. Dann haben wir es hier mal in Fett gedruckt. Hier haben wir es mal ein bisschen größer. Da ist wieder normal. Das ist auch eine andere Schriftgröße wie die hier. Das ist eine andere Schriftgröße. Das ist wieder eine andere Schriftgröße. Hier ist zwischendrin, glaube ich, mal was fett gedruckt. Das ist... Also unmöglich. Also ich hoffe, derjenige arbeitet nicht im Marketing. Das wäre der Letzte, dem ich meine Flyer geben würde zum Design. Gut, aber ich weiß nicht mehr, was wir... Ein Ausdruck aus dem IBV mit einer Adresse drauf. Ich frage mich, ob das die Adresse des RHC-Lagers ist. Nein, ist es nicht. Das haben wir, glaube ich, von Halliway schon gehört. Aber ich habe leider das Rezept nicht mehr... Ah, das war die, von der wir das Tagebuch gefunden haben. Aber ich habe das Rezept nicht mehr für den Entwickler. Müssen wir gegebenenfalls den Typ nochmal fragen. Ich meine, das war irgendwas mit Backpulver und Nein, es war kein Backpulver. Oder? Ich weiß noch, dass ich der Meinung war, die haben irgendwas verwechselt, weil es im Englischen so heißt. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen den vermutlich nochmal fragen, den Typen. Da kommen wir vermutlich nicht drum herum. Ist das jetzt eine ranzige Spelunke oder eine total hippe Bar? Ich verstehe diese Stadtmenschen nicht. Beides, Harper, beides. The Devil's Cut. Cooler Name. Cooler Name. Was für extravagante Bungalows. Da leben sicher die ganzen Fernsehstars und Profi-Wrestler. Gehen wir noch mehr zu sehen? Ah, ist die heilige Aura der Bungalows? Da kommt eine salzige Brise vom Meer. Okay.
haben wir noch? Haben wir hier noch was? Die Kisten sehen aus, als würden sie seit Jahren hier stehen. Entschuldigung. Was? Wie läuft das Geschäft mit Trübbetrügerei? Was ist Aquila? Dein Deepak Shakur-Unsinn hat wirklich funktioniert. Wie läuft das Geschäft mit der Trickbetrügerei? War schon mal besser. Wie läuft das Geschäft mit der Heulsuserei? Hey! Alter Mädel, du hast mich beklaut. Sei froh, dass ich die Bullen rufe. Hey, was ist Aquila? Was ist was? Dieser Aquila-Flyer, den du mir gegeben hast. Was ist das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Als du mir mein Zeug zurückgegeben hast, war dieses Aquila-Ding dabei. Ich hab keine Ahnung, Mann. Diese Aquila-Leute versprechen Erleuchtung. Passt doch ganz zu der Art von Nonsens, die du so verbreiten würdest, oder? Hör zu, Kumpel. Ich weiß einen Scheißdreck über deinen komischen Flyer. Ja, ich wurde mal bezahlt, um diese Dinge an beeinflussbare Typen zu verteilen. Aber das war's auch. Wenn du mehr wissen willst, lies dir das dumme Ding doch durch. Du hast also mal Aquila-Flyer verteilt? Ja, manchmal. Aber ich bin nie zu ihren Versammlungen gegangen. War nur leicht verdiente Kohle zwischen ein paar anderen Maschen. War das so? Würde ich dich anlügen? Ja. Moment. So. Wer war dein Auftraggeber bei Aquila? Irgendein Ricardo. Er war ein Anwerber. Aber er steckte viel, viel tiefer in der Sache als ich. Wo kann ich diesen Ricardo finden? Was weiß ich? Ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Der Penner schuldet mir noch $20. Dein Deepak Shakur-Unsinn hat wirklich funktioniert. Es hat irgendeine Art von Erinnerung freigeschaltet oder so. Und ich dachte, es wäre totaler Bullshit. Siehst du, ich wusste doch, es würde helfen. Also bitte. Du wolltest mich doch nur beklauen. Ein fairer Preis für spirituelles Gleichgewicht. Naja, ich halte mich lieber von dir fern. Yep. Ein fairer Preis wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, das kostet dich so und so viel Mann. Und viel Mann. Hahaha. Und nicht, das Logo des Hafens von Port Nicola. Und nicht einfach, ich beklau dich. Bitte halten Sie Ihren Port Nicola Hafenpass vor den Scanner. Ein automatisches Tor blockiert den Zugang zur Schiffswerft. Hat nicht Leroy einen Pass?